So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Twilight Princess. Letztes Mal haben wir die Goronmine befreit. Und ab jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Also, nicht mehr wirklich. Wir müssen erstmal raus hier, glaube ich. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen erst noch was holen. Ja. Denn jetzt, wo die Goronen wieder liefern, hoffe ich, dass wir endlich noch die Bomben kriegen. Schauen wir mal. Rubine haben wir jedenfalls ein paar. So. Ach, verkauft er sie uns. Mir würde eine schon reichen. Stimmt. Nehmen wir. Ja, das geht auch und das ist geil. Bombe mit einem Pfeil kombinieren. Ist lustig. Auf alle Fälle. Macht übelst Laune, irgendwas abzuschießen. Ich weiß, wir können hier noch was kriegen. Ich weiß noch nicht mehr wie. Ah, doch. Glaube ich. Ich hoffe, ich habe dafür noch genug. Lasst uns mal nochmal zurück in den Laden gehen. Den der Knirps übernommen hatte. Geht geiler Sack. In dem Alter. Passt schon. Vielleicht hat er was Interessantes. Nicht wirklich. Schade. Na gut. Nee, ist nicht. Na gut, dann nicht. Hier gibt es noch ein kleines Minigame, was ich eigentlich lieber dem Ding zusammen machen würde, was ich mir gerade holen wollte. Da oben muss man nämlich so einen komischen Stock treffen, irgendwie. Okay, scheint aber gerade nicht so... Ach, vielleicht kriegt man die auch einfach erst später. Wartet mal. Jetzt, wo wir die Bomben haben, können wir das Ding da hinten sprengen. Erstmal gucken, was wir hier noch alles machen können. Vielleicht fällt mir das... okay. Vielleicht fällt mir bis dahin auch mal wieder ein, wie es weitergeht. Also raus auf alle Fälle, ja. Ab in die Steppe. Irgendwo hin, wo noch schattenreich ist. Ein Huhn! Wie geil ist das denn? Noch ein Huhn? Okay. Ich mach immer alles kaputt. Machen die hier nicht? Zack. Ui, 5 Rubine. Ui, 10 Rubine. Wird immer besser. Kriegt man 20? Schade. Da ist eine Kiste. Ob das gut geht? Also saufen können wir nicht. Juhu. So. Wir müssen ganz schnell wieder hoch. Hey. Schnell wieder hoch. Schnell wieder hoch. Oh, da kann man aber sprengen. Ach, dann machen wir später. Wir haben nämlich noch nicht das, was wir dazu brauchen. So. Okay, ich glaube, jetzt können wir hier raus. Ich wüsste nicht, was wir hier jetzt noch machen sollen. Na dann, wir nehmen den Gaul mit. Ja, wie ihr hört, bin ich wieder alleine. Hat auch seinen Grund. Ich wollte jetzt nicht das gesamte Let's Play zusammen mit meiner kleinen Schwester machen. Irgendwann geht es nämlich hier auch mal weiter. Zack. Okay.
Ah, okay. Da kommt wieder was. Ein Postbote hat Briefe für uns. Total merkwürdig. Okay, gleich zwei Stück sogar. Okay. Wer will denn was von uns? Okay. Bombodrom, da waren wir doch gerade. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir sind sicher, die Qualität von Burns Bombodrom, von Burns Bomben wird auch Sie überzeugen. Bitte beachten Sie, dass die Bomben in Kombination mit Pfeilen... Ah, okay, gut. Er erklärt uns lediglich nochmal, wie man die Sachen kombiniert. So. Maros Laden. Der kleine Laden von Kakariko ist eröffnet. Im Moment haben wir ein Item auf Lager, das nicht überall verkauft wird. Die Gelegenheit ist günstig für einen Einkauf. Anschauen kostet nichts, aber nur das Zahlen... Was? Nur der zahlende Kunde wird bei uns zum König. Wir waren doch gerade gucken, ja? Warum? Ja, ich bin zu neugierig. Ich muss wenden. Ich will wissen, was der drin hat. Vielleicht ist es genau das, was ich gerade gesucht habe. Was ich dem Knopf zutraue. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Also das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, dass wir in den kommenden Parts mit den Zoras zu tun bekommen. Aber... Und ich weiß, dass ich bei dem Tempel garantiert krepieren werde. Aber ansonsten wird es ganz lustig. Sag mal, ich fühle mich verarscht von dem. Ja, ist klar. Ja, passt. Das dazu. Ich glaube, den Brief sollten wir mal früher kriegen. Okay. Lasst uns im Storyverlauf weitermachen. Gucken, was da kommt. Beziehungsweise, wie es weitergeht. Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr ganz genau, wo ich als erstes hin musste. So. Aber wenigstens habe ich es mit dem Springen langsam drauf. Und tschüss. Rennen wir das Vieh auf den Weg? Selbst schuld. Ich bin ja nur den anderen Weg. Okay. Die Steppe ist noch groß. Schloss oder See? Schloss oder See? Ich werde einfach mal da hinten irgendwo hinlaufen. Schief gehen. Cool. Okay, da kommen wir mit Pferden. Diese blöden Viecher. Nein, da kommen wir nicht mit Pferd drüber. Okay. Okay. Dann halt hier lang. Ah, okay, da hinten müssen wir noch springen. Oh, dieses Vieh geht mir auf den Sack. Kaputt. Das Vieh lebt immer noch. Geh tot. Ach, warum nehme ich eigentlich nicht Pfeil und Bogen? Weil ich wieder die falsche Taste gedrückt habe. Weg. Das gibt's ja. Jetzt langt's mir. Stopp. Blöd Vieh. Ach, ich hab's doch vorhin richtig gemacht. Achso, da drüben sind die Bomben. Zack. Ob das klappt? Sieht so groß aus. Ich hab's förmlich geahnt. Gott. Ja. Wie war denn das? Ah, stimmt. Gibt ja noch einen Durchgang. Mal gucken, vielleicht muss ich da lang. Ach ja. Die Brücke.
Natürlich. Also einmal zurück. Oh, der Part wird eine reine Suche. Was soll's. So. Genau, da hinten muss man irgendwie lang. So. Jetzt hier links rum, glaube ich. So, irgendwas war hier auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Pona, warum bist du so lahm? Ach Mann, das darf doch nicht sein. Okay. Es gibt noch eine andere Brücke. Springt das Gaul an. Nein, Mann, ey. Egal. Also eine Brücke gibt es noch. Und zwar die, auf der wir gekämpft haben. Haben wir den kleinen gerettet haben. Muss ich lang dahin. Kolle. Ich werde da einfach mal hinrennen. Wie wird es ja eine Lösung geben? Also, muss es. Ja. Ein bisschen Tempo, wir müssen ja eh springen. Laufen. Ja, genau. Alle, ja. So. Okay. Ja, hier sollten wir endlich weiterkommen. Viel Schaden. Da. Oh, was ist das denn? Die Viecher sind immer nur aus einer Wüste. Oh, ich habe ein Rubin gefunden. Nein, 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 nein. Hey, hier geht's rüber. Das ist nicht cool. Wir sind drüben. Kommt ab, ihr blöden Viecher. Das darf doch nicht wahr sein. Hier sind... No. Jetzt langt's. Hey, das sind Bomben. Ich bin keine Bombe, ich will Pfeile. Ich hab da gerade was gesehen. Was ist das? Achso, okay. Später, für eine andere Waffe. Hängt der da fest? Wie geil ist das denn? Hallo. Das ist ein Grafikbug. Oh Gott. Okay, ich komme hier nicht weiter. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hm. Da hinten soll noch irgendwie ein Durchgang sein. Naja gut, aber den werde ich in diesem Part nicht mehr erreichen.